Jo, und nachdem wir nun die Treppenwand fertig haben, kommen wir jetzt in den nächsten Schritt, weil das ist ja nicht nur eine Treppe, die entstehen soll, sondern auch ein Plateau. Und ich erinnere euch kurz mal dran, was ich genau vorhabe. Ja, also wie gesagt, die Treppe, also die Treppenstufen fangen ja hier quasi an, gehen dann hier hoch. Und ab hier, da wo jetzt die Box steht, soll ja ein Plateau entstehen. Insgesamt wird das Plateau so circa 2,50 Meter tief, also die Länge, ne? Hier natürlich weniger, weil wir bauen diese Rundung mit ein. Ja, und darum geht es natürlich erstmal dafür, die Unterkonstruktion zu bauen, wo nachher die Treppe dran führt. Ich mache das jetzt so in einzelnen Schritten. Denn ich habe mir so gedacht, ich baue jetzt erstmal quasi die Grundlage, wo nachher das Holz, was hinter mir liegt, ne, das sind Terrassendielen, drauf sollen. Und fange erstmal an mit dieser Unterkonstruktion. Und die baue ich natürlich in meiner Werkstatt und transportiere das nachher her und baue daran dann quasi Stützen. Also ich fange jetzt an mit der Unterkonstruktion, da kommen nachher die Treppen dran. So, machen wir erstmal, ne? Ich habe mir schon ein bisschen Plan gemacht, den zeige ich euch gleich in der Werkstatt. So, und hier seht ihr meinen Plan. Also das ist ja, was ich eben euch gesagt habe, ne? 2,50 Meter lang, das ist die Rundung des Pools. Hier ist die linke Seite und vorne ist ja die Box ist ja ungefähr 1,60, macht da 1,65, damit sie ein bisschen abgedeckt ist. Das ist quasi, müsst ihr euch vorstellen, soll da unter entstehen. Heißt, eine Konstruktion aus einem 2,50 Meter langen Holz und so einem Kasten, Zwischenstreben und hier auch so Lenkstreben, damit ich hier nachher die Terrassendielen drauf schrauben kann. Das ist quasi die Sicht von der Seite, hochkant. Heißt, hier soll ja oben ein Geländer entstehen. Das da ist die Box, die muss ich herausziehen können und quasi das in die Stützen. Und das ist die Seite von da. Was ich hier mache, muss ich noch gucken. Und vorne muss ich auch noch gucken, wie ich das stütze, weil daran kommt ja nachher die Treppenstufe. Ja, ich habe hier einen ganzen Haufen Holz zusammengesucht. Ist auch viel gebrauchtes Holz, aber für die Unterkonstruktion sollte es reichen. Ich habe hier auch zum Beispiel so ein, das habe ich wirklich mal auf der Straße gefunden. Man sieht, es hat wahrscheinlich irgendjemand verloren. Lag da rum, habe es aufgesammelt. War auch schon hier vorgearbeitet, aber ich denke mal, gucken wir mal aufsammeln, sonst würde es wahrscheinlich irgendwo im Feuerholz landen. Das ist ein mega Balken, da habe ich hier noch Kanthölzer, da unten liegt auch noch 3 Meter Kantholz. Ich glaube, daraus kriegen wir eine schöne Konstruktion gebaut. Ja, und so in etwa, natürlich noch ein bisschen besser verteilt, das muss ich da erst ausmessen. Wird die Unterkonstruktion werden. Alles ca. 40 mal 10er Holz. Nochmal 40 mm mal 100 mm natürlich. Heißt, es wird eine richtig starke Unterkonstruktion. Jetzt natürlich noch geplant, dass ich hier eine Schräge rübersetze und hier nochmal eine Schräge rübersetze. Weil hier kommt nachher ja die Rundung dran für den Pool. Ja, jetzt geht es das erstmal diesen Rahmen fest zu verbinden. Ich habe mir dafür Winkel besorgt. Richtig so massive Winkel. Ja, und dafür, das mache ich erstmal. Aber ich werde es erstmal verschrauben und dann nochmal mit Winkel. Also extra doppelt und dreifach alles machen, damit das auch alles schön hält. So, ich habe mir jetzt mal das Ganze mit meinen Eckspannern, die ich verlinke natürlich auch unten drunter unter dem Video, fixiert, der Außenrahmen. Und da verschrauben wir jetzt natürlich erstmal. Dafür nehme ich natürlich Edelstahlschrauben. Ich hoffe, ich habe noch genug. Ja, und dann bauen wir die Mittelkonstruktion und dann wieder Schrägen und dann ist fast schon die Unterkonstruktion des Pooldecks fertig. Ich habe vergessen, die Kamera wieder anzumachen. Wir arbeiten schon vielleicht fleißig weiter. Das ist jetzt quasi die rechte Seite von der Plattform. Heißt, wenn ihr euch vorstellt, das ist ja die Plattform, die da steht. Ne? Und jetzt bauen wir quasi die Befestigung, die Stelzen für diese Seite. Heißt, nachher ist es ja quasi so, müsst ihr euch das vorstellen, am Pool. Da vorne ist ja die Rundung. Und wir bauen jetzt, wie gesagt, die rechte Seite und haben jetzt schon das so gemacht, dass diese Stützen auch als Geländer gelten. Die sind 2,25 Meter lang oder 2,30 Meter fast und haben hier oben noch fast einen Meter Platz, also wo nachher die Plattform drauf kommt, noch fast einen Meter nach oben als Geländer. Und zwischen machen wir jetzt gerade Stützen, die werden wir jetzt noch uns
mit schrägen Holz hier, so für, wie so ein Fachwerk verbinden, damit es Stabilität geht. Eine quasi hier V-förmig und eine da V-förmig. Hier bleibt das ja frei, weil hier kommt diese Plastikbox hin. So, die besten Ideen kommen einem beim Bauen. Also wir haben es jetzt doch nicht V-förmig gemacht, sondern so. Und es ist krass, wie sich das stabilisiert hat. Also diese beiden Stützen hier, ne, die Stütze und die Stütze, die bewegen sich eigentlich jetzt nur noch so. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil das werden wir hier auch ausgleichen. Aber quasi so bewegen sie sich null mehr. Also es hat richtig was gebracht. Wir haben es einmal quasi so schräg verschraubt und dann nochmal mit einer mega langen Schraube hier in die Seite. Das hält bombastisch. Also es ist schon eine krasse Konstruktion jetzt und wir bauen das gleiche jetzt nochmal für die andere Seite. Ein bisschen kleiner. Ja, ihr seht, wir sind jetzt schon ein Riesenstückchen weiter. Ja, leider habe ich es nicht gefilmt, weil ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hören könnt. Es hat gerade deftig gewittert. Es hat alles nass geregnet, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja auch hier außen gemacht. Aber ist alles klitschnass, weil da ist das Gewitter gerade. Das war gerade hier. Und somit haben wir das nur ganz, ganz schnell hier alles aufgebaut. Ich habe auf die Kamera verzichtet, weil es ging nur darum, das irgendwie fertig zu kriegen. Wir haben es jetzt so gemacht. Ihr seht, da sind Verstrebungen schon. Schon da unten ist auch schon eine Verstrebung. Hier kommt hier vorne dran, ne? Da quasi hier drüber kommt nochmal jetzt eine Verstärkung, weil hier kommen ja nachher die Stufen dran. Weiter werde ich hier auch nochmal verstreben, hier vorne, wenn wir so verstreben. Und hier auf der Seite doch noch eine mehr, weil das reicht mit der Box. Also wir kommen auch an die Box an, wenn da eine Verstrebung ist. Also machen wir hier vorne auch noch eine. Und dann geht es natürlich darum, die haben wir jetzt nur draufgelegt, das alles schön mit Terrassenholz zu belegen. Und dann ist das eine coole Nummer. Ja, wir machen dann mal weiter und ich hoffe, euch gefällt das Projekt, weil es ist schon richtig ein krasses Projekt und mega aufwendig. So, und weiter geht's mit der Pooltreppe. Das erste Video in die Zukunft verlinke ich auch mal alles unten drunter und auch oben in der Ecke. Also ist ja Mehrteiler, weil das ist wirklich ein Riesenprojekt mit ganz viel Holz. Daher Verständnis dafür, Mehrteiler. Na gut, ich sage mal kurz, dass das jetzt der nächste Schritt ist und dann machen wir es einfach. So, die gebauten Treppenwagen im ersten Teil, die müssen jetzt ja quasi hier dran. Hier müssen wir sie noch passend zusägen, weil die stehen nachher so, ne? Da kommt ja der Treppenbelag drauf. Heißt, ich muss jetzt hier noch eine Unterlage Futter bauen, wo ich das anschrauben kann. Weil das ja quasi die vorletzte Stufe ist und das hier ist eine letzte Stufe. Heißt, hier haben wir jetzt einen Balken genommen, relativ starken Balken, den ich jetzt von innen hier reinschrauben werde. Heißt, er hat da richtig gut Auflage. Vielleicht verschraube ich ihn sogar noch nach oben. Mal gucken, damit der richtig bombastisch fest ist und nachher auch so Stabilität gibt. Ansonsten haben wir auch schon jetzt Querstreben eingebaut, weil ihr seht, wenn ich daran wackel, das wackelt nicht mehr. Die Querstreben machen das wirklich stabil. Haben wir einige eingesetzt. Ihr seht, 1, 2. Da sind noch zwei, aber das ist nur provisorisch, weil mit einer Klemme fest. Ihr seht vielleicht da hinten die Klemme. Da, wo ist die Klemme? Da ist die Klemme. Ja, und jetzt machen wir erstmal die Verschraubung für die Treppenstufen, damit die Treppe nachher hier rankommt. So, das ist aktuell der Fortschritt. Die beiden äußeren Treppenwagen sind schon befestigt. Ich habe dafür mir solche Halter besorgt. Die kann man perfekt hier an die Unterkonstruktion anschrauben. Und kann nach unten ausladen. Heißt, so sieht das dann aus. Heißt natürlich, ich habe mir die Schrägung gesägt von der Treppe. Und habe da Edelstahlschrauben natürlich genommen, weil es ja Wasser ausgesetzt ist. Ja, und so ist das schon ziemlich gut fest. Auf der anderen Seite auch. Jetzt machen wir das gleiche noch in der Mitte, weil man sollte ja ungefähr alle 50 cm eine Treppenwange setzen, weil sonst könnte es passieren, dass diese Bretter nicht halten. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Ja, wir machen jetzt mal die Mitte noch dran und dann können wir damit anfangen, die Bretter auf die Stufen zu schrauben. So, dann langsam die feste Form an. Wir haben jetzt schon die ersten Bretter raufgeschraubt und unten auch eins, damit wir den Abstand zwischen den Treppenwagen haben. Ihr merkt jetzt schon, da ist schon ordentlich Stabilität drin. Schon durch nur zwei Bretter und unten eins, also durch drei Bretter. Ja, wir verschrauben jedes Brett mit sechs Schrauben, quasi eine vorne, eine hinten, immer genau so passen. In der dritten Fuge von der Fräsung in den Brettern machen wir jetzt mal die ganze Treppe runter und danach machen wir uns dann hier oben dran. Das ist noch viel aufwendiger, weil wir da auch einiges anpassen müssen,
Dann gibt es natürlich so ein paar Verkleidungsbilder und auch hier was vor, hier die Treppe zu machen, die Seiten da unten. Also wir brauchen noch jede Menge Holz. Ich würde sagen, ich mache mal einen Zeitraffer, dann könnt ihr euch sehen, wie es fertig aussieht. Ich habe jetzt fertig. Jeweils pro Brett 6 Schrauben, heißt 12 Schrauben pro Stufe, 2 Bretter. Wir probieren sie einfach mal aus, ob sie funktioniert, oder? Das ist doch super, oder? Das müssen wir unten ein bisschen austarieren, weil der Untergrund nicht ganz glatt ist. Ihr seht, es wackelt ein bisschen. Ja. Aber da haben wir entweder Steinchen unterlegen oder ein Stückchen Holz. Super, auf jeden Fall mega stabil und ganz schön hoch. Natürlich kommt da jetzt auch ein Geländer dran, aber erstmal so weit, das Geländer bauen wir nachher dran. So, jetzt machen wir oben die Plattform weiter, dass wir auf jeden Fall schon mal bringen, dass es begehbar ist. Ja, und wir bewegen uns mit großen Schritten voran. Wir haben jetzt das Deck quasi fertig, ist alles verschraubt. Hier geht es jetzt darum, wie ihr seht, ich baue mir jetzt eine Schablone aus Pappe und versuche dann so schön wie möglich diese Rundung hinzukriegen, damit wir die Rundung vom Pool quasi fortführen. Das ist ein bisschen tricky, weil man muss ja gleichzeitig ordentlich sägen, aber ich will ja auch nicht den Pool beschädigen. Heißt, wahrscheinlich darf ich einmal ins kalte Nass und von da aus sägen. Ich habe ja zum Glück Akkugeräte, also wegen Strom habe ich da kein Problem. Ja, aber ansonsten ist das ziemlich cool mittlerweile. Ich kann ja mal mit euch oben drauf gehen. Also einmal die Stufen sind mega stabil und auch das Deck macht schon echt was her. Wie gesagt, hier ist ja geplant, dass quasi hier die Kinderrutsche hinkommt. Hier kommt die Treppe nach unten. Da in der Schubkarre seht ihr, sie ist eine Edelstahltreppe, die zum Ausziehen so eigentlich fürs Boot gedacht ist. Ja, und hier vorne, wie gesagt, möchte ich die Rundung vom Pool aufnehmen. Das wird ein bisschen aufwendiger, aber das wird der nächste Schritt sein. Ja, jetzt hatten wir noch da die Verkleidung angebaut, damit das auch von der Seite schön aussieht. Aber der nächste Schritt heißt die Rundung oben und das Geländer, das kommt nächste Woche im Video. Also seid gespannt, schaltet nächste Woche Samstag um 8 Uhr wieder hier auf meinem Kanal ein. Ich freue mich über jedes Abonnement und wo ich gerade dabei bin, ich habe mal eine private Bitte an euch. Und zwar gibt es ja gerade bei Rewe, es ist keine Werbung, es ist wirklich nur eine Bitte, bei Rewe diese Aktion Vereine, Scheine für Vereine. Ich bin ja aktiv mit meinem Sohnemann im Kinderfußball und der Verein könnte wirklich einiges gebrauchen. Daher, wenn ihr die überhabt, vielleicht guckt ihr mal auf rewe.de, wo ihr die einlesen könnt nach dem Verein SV Kurslack 9 Gamme von 1919 e.V. und löst euch da die ein. Also würde mich sehr freuen. Ich schreibe es auch noch unten nochmal drunter in die Videobeschreibung. Also wenn ihr die überhabt, da einlösen. Also wie gesagt, nächste Woche Samstag, hier geht's weiter. Ich freue mich auf euch.